Shalom Aleichem, guten Morgen. Sie will was sagen, bitteschön. Rabbi Shlomo, wir wollen uns bedanken für die wunderschöne Chanukka, was Sie für uns vorbereitet haben. Wir werden das nicht vergessen und wir bedanken uns von ganzem Herzen. Vielen Dank, Dankeschön. Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir sprechen heute über einen besonderen Mensch, der letzte Woche in Israel am Mittwoch gestorben. Der Mann heißt Rabbi David Buskila. Rabbi David Buskila war ein sehr großer Chacham, weiser Rabbi, ein bescheidener Mensch, der hat die ganze Tanja-Buch auf Arabisch übersetzt, von Hebräisch. Und ich möchte heute erzählen die Geschichte von Rabbi David Buskila, von seinem Lebenslauf. Was hat er gemacht? Warum es ist so wichtig, dem Tanja zu übersetzen auf Arabisch? Seht ihr, das ist eine Kopie von seinem Buch. Das ist auf die arabische Sprache. Und es gibt heute in der Welt bestimmt 340 Millionen Menschen, die sprechen Arabisch. Und er hat gelebt in Marokko und er hat eine besondere Gabe gehabt, zu übersetzen die Tanja Kadisha, die heilige Buch Tanja, auf Arabisch. Darüber gehen wir heute erzählen. Dankeschön. David Buskila. Сегодня будет речь идти о жизни, о пути очень известного раввина Давид Бускила, который ушел из жизни в Израиле в прошлую среду. Его знаменитое творение было то, что он перевел с иврита Писание Танья на арабский язык, так как очень много людей в мире, несколько миллионов говорят на арабском языке, это очень важно, вот эти письмена иметь и на арабском языке. Давид Бускила из Гиборн, nicht weit von Casablanca in Marokko, zu seinen Eltern Moshe und Miriam. Als Kind von 90 Jahren hat er sehr geliebt Israel und in jungen Jahren, als er war 13, 14, hat er verlassen Casablanca, Marokko und gefahren nach Israel zu lernen in Yeshiva. Hat er gelernt in Yeshiva Itri, große Yeshiva. Er war auch ein Schüler von Rav Galinsky und als er war 20 Jahre ungefähr, hat er sich entschieden, zurückzufahren nach Casablanca, nach Marokko, um zu sein ein Direktor von vielen Schulen, die heißen Ozara Torah. Rabbi David Buskila konnte perfekt drei Sprachen: Französisch, Arabisch und Hebräisch. Arabisch, weil er ist groß gewachsen in Marokko. Französisch, weil das ist die zweite Sprache, die dort die Juden besonders sprechen. Und Hebräisch, weil er hat gelernt in Israel. Und die alle drei Sprachen waren bei ihm wie Muttersprache. Rabbi David Buskila war eine sehr kluger, intelligenter, Torah-gelehrter Mensch. Und als er kam nach Casablanca, es ist zu ihm gekommen der Schaliach von Rebbe, Rabbi Yehuda Leib Raskin, der Onkel von meinem Vater. Und Rav Raskin hat gesagt, Rabbi David Buskila, ob er ist bereit,
zu übersetzen. Hier geben Wasser. Bitte schön, hier geben. Was ist passiert? Er ist müde, soll er gehen schlafen. Kein Problem, ich werde nicht beleidigt sein. Kein Problem. Gut, kein Problem. Kein Problem, Sie können gehen. Sie dürfen. Schlafen, ja. Vermattert. Was können wir machen? Er hat nicht geschlafen bei Nacht. Schlaft am Tag. Gut. Жизнь Равина началась в Марокко, в городе Касабланка, где он вырос. Там он изучал свои языки, он говорил свободно на арабском, на французском. После этого он переехал в Израиль, где он учился в большой ешиве, изучал Тору. И когда ему стало 20 лет, он вернулся назад в Марокко. И он полностью совершенство, как своим родным языком, владел тремя языками. Арабским, французским и говорил свободно, изъяснялся на иврите. Ja. Als Rav Raskin ist gekommen zu David Buskila und er hat ihm gesagt, dass man muss übersetzen, die ganze Tanja, sagt Rav David Buskila, zu übersetzen ein Buch, braucht man drei Eigenschaften. Muss man die zwei Sprachen wissen, die Sprache, wo das Buch ist geschrieben, die Sprache, wo man das Buch übersetzt, aber es gibt noch eine dritte Kategorie. Und die dritte Kategorie bedeutet zu verstehen, das, was steht geschrieben in das Buch. Sagt Rabbi David Buskila, Hebräisch kann ich gut, Arabisch kann ich auch gut, aber ich weiß nicht, was steht geschrieben in diesem Buch. Also wie soll ich übersetzen dem Tanja? Tanja ist Chassidismus, Philosophie, Kabbalah, Talmud. Sehr schwierig. Wie soll ich das übersetzen? Sagt Rabbi Yehuda Leib Raskin zu David Buskila, ich habe mit dir eine Abmachung. Wir werden jeden Tag lernen, Tanja. Nachdem haben wir gelernt, dem ganzen Kapitel, du wirst dem Kapitel übersetzen. Und so haben die beiden, Rav Raskin und Rav Buskila, 5 Jahre, jeden Tag haben sie gesessen, haben sie gelernt, Tanja. Und gleich hat Rav David Buskila das übersetzt auf Arabisch. Und es war ein junger Mann, Eliyahu Asayag. Und Eliyahu Asayag hat gleich geschrieben dem Tanja, nicht so wie heute in Computer. Der hat das geschrieben in die 70er Jahre auf eine Maschine, auf eine Druckmaschine. Und auf eine Druckmaschine ist sehr schwierig, Sachen zu schreiben. Und das musste auch gegeben zum Korrektur. Also 5 Jahre haben die beiden gelernt und gleichzeitig übersetzt von Hebräisch zu Arabisch und eine hat das noch geschrieben in einer Seite Hebräisch, in einer Seite Arabisch. Genau, so. Когда предстояла большая работа над переводом на арабский язык, то было сказано, что существует 3 категории языка. Для того, чтобы их овладеть, чтобы для полного перевода, это должен быть знание языка в той стране, на тот язык, на который будет переведено, должно быть знание языка того материала, что переводится. И самое важное, это знание того языка,
понимание, понятие того, что написано в этих священных писаниях. И тогда Раби сказал, что он знает арабский, он знает иврит, но он не знает полностью того вот смысла, он не полностью может понять. И таким образом Рав Раскин разговаривал, и они вместе обучались 5 лет вот именно всем вот этим священным писаниям. Там был и Талмуд, и Каббала, и хасидизмус, и философия. И они все это вместе изучали, и одновременно переводилось это все на арабский язык. А так как это было в 70-х годах, то, конечно, это печатали вначале на машинке, что тоже было не очень просто. И отдавали редактору, чтобы было это все еще проверено. Это был очень огромный, хлопотный труд. Rabbi David Buskila war sehr begeistert von diesem Buch Tanja. Und er hat gesagt, man kann nicht wirklich glauben an Hashem, an Gott, ohne zu lernen Tanja. Wenn ein Mensch glaubt an Gott, glaubt er wie ein Baby, wie ein kleines Kind. Aber wenn ein Mensch lernt Tanja, beginnt er an Gott zu glauben wie ein Erwachsener. Wie eine Weiser, wie eine Kluge. Jeden Schabbat hat Rabbi David Buskila gelernt mit seinen Kindern. Er hatte 10 Kinder. Rabbi David Buskila hat 10 Kinder. Sollen gesund sein, alle leben. Und auch seine Frau Esther lebt noch. Und die alle saßen mit ihm jeden Schabbat. Und das, was er hat gelernt, sozusagen beruflich, Tanja, hat er jeden Schabbat erzählt, seine Kinder, seine Mishpoche. Er war voll überzeugt von diesen Aktion, von diesem Projekt, die Tanja zu übersetzen von Hebräisch zu Arabisch. Das war sein ganzes Lebens... Genau, Ideal, Besessenheit, genau. Rabbi David Buskila занимался этим очень самоотверженно. Для него это было всем смыслом жизни перевести эту книгу, это писание Танья на арабский язык. Он каждый шаббат, когда собирался вместе со своей семьей, вместе со своими 10 детьми, у него было 10 детей, он каждый раз передавал свои знания дальше. Для него это было действительно смыслом. И он говорил, что человек, который верит в Бога, но не знает вот этих всех священных книг, их не читал, то это ему будет не хватать, что обязательно надо перевести на другой язык, чтобы как можно больше людей могли познать эти писания. Und dann, wenn das Buch war fertig, hat man gedruckt 1000 Exemplar. 1000 Exemplar. Und Reb Label Raskin hat gesagt zu David Buskila, wir müssen 1 Exemplar nehmen und fliegen nach New York zu Brooklyn und geben die Lubavitcher Rebbe 1 Exemplar in der Hand. Gut, die beiden haben geflogen von Casablanca nach New York. Es war 77. 1977 und Reb David Buskila ist gekommen zum Rebbe und gleich, wenn er hat gesendet dem Rebbe, er hat begonnen zu weinen. Er hat gesagt, das ist ein Engel Gottes, der Rebbe, ein besonderer, heiliger Mensch. Und der Rebbe hat gesessen, ganz ruhig, pavole, langsam, geduldig und der Rebbe hat mit seinen weichen, klugen Augen gesprochen mit David Buskila. Wie geht das jetzt die Juden in Marokko? Weil sie wissen, in Marokko haben gelebt 350.000 Juden vor 100 Jahren. Heute leben dort 3.000, 4.000 Juden sind geblieben. Und der Rebbe hat mit ihm gesprochen, wie ist jetzt der Zustand, wie ist die Lage von den Juden in Marokko? Und Reb David Buskila hat dem Rebbe alles erzählt. Und dann der Rebbe hat ihm gegeben ein Kompliment. Der Rebbe hat ihm gesagt, Asita avoda nifla'a. Du hast gemacht eine wunderbare, wundervolle Arbeit.
Eine super Arbeit hast du gemacht mit dieser Übersetzung. Reb David Buskila hat gesagt, Adank, das habe ich gemacht auch mit Herzen und habe ich auch verstanden, das, was habe ich übersetzt. Sagt der Rebbe, wissen Sie, warum es ist gut, dass Sie haben das übersetzt? Sagt er, klar, damit Juden, die sprechen nur Arabisch und wissen keine Hebräisch, dass sie Möglichkeiten haben, auch dem Tanja zu lernen in ihre eigene Muttersprache. Sagt der Rebbe, das ist nicht alles. Ich erkläre dir etwas, damit du sollst du verstehen, wie groß, wie wichtig, wie wertvoll, wie besonderes und wie lebensnötig ist das, das, was hast du gemacht. Und der Rebbe hat ihm erklärt, kurze Zeit vor dem wird Moschiach kommen, wird sein in die Welt große Macht von Ismael, von Klipa, von den Arabern. Und diese Tanja ist gekommen, um zu milden, zu brechen, zu knacken, zu machen leichter die Quälerei von dieser Welt, insbesondere von Klipas Ismael, von dieser Schale von Ismael. Also, der Rebbe hat ihm gesagt, sollst wissen, dass es gibt in der Welt sehr viele gute Menschen. Sehr viele. Aber es gibt auch einige, die total anders sind. Und wenn Moschiach wird kommen, es wird sein in der Welt großer Kampf zwischen die Licht und die Dunkelheit, zwischen die, die haben uns lieb und diejenigen, die haben uns sehr lieb. Und deshalb diese Übersetzung von Tanja auf Arabisch wird bringen Gdusha und Koach, Heiligtum und Kraft, um zu brechen, die Klippa von Ismael wird sein in dieser Zeit von Moschiach. Was heißt das? Heute die meisten Menschen, die sind unzufrieden, schlecht gelaunt, depressiv. Wenige Leute sind zufrieden und glücklich und gut am Leben. Was wird sein, wenn Moschiach wird kommen? Wenn Moschiach wird kommen, alle Menschen werden sein glücklich, freilich, zufrieden, ganzen Tag gut gelaunt. Warum? Warum sind Menschen heute unzufrieden und unglücklich? Weil Adam und Chava waren im Garten Eden. Und in dem Moment, wenn sie haben gemacht einen Fehler, Hashem hat sie weggetrieben, weggejagt von Gan Eden. Seitdem, wo der Mensch fühlt sich rausgejagt von Gan Eden, steht geschrieben, mit Schmerzen sollst du Kinder bekommen, mit Schmerzen sollst du dein Brot verdienen. Seitdem der Mensch ist nicht mehr im Garten Eden, ist er traurig. Wenn Moschiach wird kommen, die Welt wird sein wieder Gan Eden. Aber es gibt Menschen, die wollen nicht, dass diese Welt soll sein Garten Eden. Deshalb sagt der Rebbe, in dem Moment, wo die Tanja wurde übersetzt auf Arabisch, ist eine gute Sache. Warum? Erklärt der Rebbe, die Kinder von Ismael, die arabischen Leute, sind sehr gläubige Menschen. Sie reden die ganze Zeit von Gott, von Allah. Von Gott, ja, sie reden die ganze Zeit von Gott. Allah, Kullum in Allah, Allahu Akbar, Kullum Maktub. Und sie sagen sogar, wenn einer hat keinen Gott, dann ist er kein Mensch. Also ein Mensch, der glaubt nicht an Gott. Die sind sehr gläubige Menschen. Und Glaube kann bringen sehr viele positive Sachen. Und Glaube, weil sie ist so stark und so mächtig, kann auch bringen andere Seite von Klippa,
Das ist genauso wie jede Sache in dieser Welt. Kann man das gut verwenden und man kann das auch gefährlich verwenden. In dem Moment aber, wo es gibt die Tanja auf Arabisch und es steht hier geschrieben, Sheva Mitzvot Bnei Noach, also steht auch alle Gesetze, auch für die arabischen Leute, wie kann man ihre positive Seiten von ihrem Glaube verwenden, um gute Sachen zu tun in dieser Welt. Weil man sieht, dass Ismael am Ende von seinem Leben hat Tshuva gemacht, hat sich umgekehrt zurück zu den Wurzeln von seinem Vater Abraham. Und sogar wenn Abraham ist gestorben, Yitzhak und Ismael beide haben Abraham beerdigt. Also steht geschrieben in die Tora, dass beide Kinder haben Abraham beerdigt. Dass auch Ismael hat gemacht Tshuva. Dass er hat auch gemacht Umkehr zu seinen Wurzeln. Когда труд был переведен после такого многолетнего работы над ней интенсивной, то вышло 1000 экземпляров этой книги. И один экземпляр было решено отвезти в Нью-Йорк и показать Любавиче Рейве, предоставить ему. И когда Любавиче Рейве увидел этот перевод, то он был очень благодарен Раби Давиду, потому что он сказал, что это очень огромный труд, когда люди могут на своем родном языке, на арабском, прочесть все вот эти писания. Он спросил, как проживают евреи в Марокко, что раньше их было больше 300 тысяч, сейчас только осталось 3-4 тысячи, когда они там, что там проживает. И это очень важно, чтобы люди имели на своем языке возможность прочитать все эти писания. И самое важное, он сказал, что перед тем, как придет Машиах, что будет очень сильная борьба между светом и тьмой. И что есть люди, которые хотят, чтобы пришел Машиах, чтобы наступил таки рай на нашей земле. И есть люди, которые этому сопротивляются. Почему люди живут недовольны сейчас в нынешней жизни? Потому что Адам и Хава были изгнаны из рая, из сада Эдемова, потому что они не послушались. И после этого написано, что работать они будут и испытывать боль. Дети будут рождаться, и они будут испытывать боль. Поэтому очень многие люди сейчас в своей жизни недовольны. И когда придет Машиах, то будет, настанет опять вот этот вот сад Эдем, будет рай на земле, все будут жить мирно. И очень важно в преддверии этого, чтобы люди на арабском языке тоже могли прочитать вот эти все писания, в которых описано, что все положительные законы, все законы Божьи, да, что они исполняются людьми. И для этого еще больше способствует, чтобы был наступил вот этот вот сад Эдемов, райская земля. Да. Gut, ich möchte schließen mit einer letzten Geschichte. Rabbi David Buskila hat in den letzten 12 Jahren gelebt in Israel, in Jerusalem, in Beit Vagan. Und in den letzten Jahren war er sehr nicht gesund, sehr krank. Und letzten Mittwoch, am 10. Tevet, ist er verstorben. Und es waren in seiner Beerdigung Leute von der ganzen Welt. Und es hat geregnet und geregnet und geregnet die ganze Zeit. Und in seine Trauerrede hat man gehalten auf Hebräisch und auf Französisch. Weil viele Leute kamen aus Frankreich und Marokko. Und ich will noch schließen mit einer Geschichte von seinem Sohn, Gad Buskila. Gad Buskila, der Sohn von David Buskila, ist ein Rabbiner in New York, in einer marokkanischen Gemeinde.
Als war 20 Jahre, hat kennengelernt ein Mädel. Hat angerufen seine Eltern und hat gesagt, will sie heiraten. Sagt sein Vater, aber wir können nicht die Mädel, wie willst du sie heiraten? Sagt ja, aber ich habe mit ihr getroffen und sie gefällt mir und ich gefällt sie. Wir wollen heiraten, sagt der Papa, unter einer Bedingung. Geh zu die Lubavitcher Rebbe, was der Rebbe sagt, das wird gemacht. Wenn der Rebbe sagt, ja, ist ja. Wenn der Rebbe sagt, nein, ist nein. Wenn der Rebbe sagt, geh weiter lernen, lerne weiter. Wenn der Rebbe sagt, geh heiraten, da bin ich auch einverstanden. Hat genommen seine zukünftige Frau zum Rebbe. Und als sie kommen rein zum Rebbe, fragt der Rebbe, wer bist du? Sagt ich bin Gad Buskila. Sagt der Rebbe, oh, der Sohn von Reb David Buskila. Der hat übersetzt, der Tanja auf Arabisch. Und da sagt der Rebbe, die Frau, weißt du, wer ist dein zukünftiger Schwiegervater? Sagt sie, nein. Sagt der Rebbe, dein zukünftiger Schwiegervater ist ein sehr wichtiger, großer Mann. Der ist David Buskila von Casablanca, von Marokko. Und hat die ganze Tanja von Hebräisch auf Arabisch übersetzt. Broche Verzloche, ein Segen und Erfolg, Mazel Tov. Sollt ihr heiraten, ist eine gute Sache. Und die beiden haben geheiratet. Erzählt David Buskila, dass hat gesehen, auf die heiligen Augen von dem Rebbe, wie der Rebbe war noch nach so vielen Jahren später noch begeistert und dankbar, dass David Buskila hat gemacht so eine schwere Arbeit. Ich werde schließen mit einer kleinen Aussage. Manchmal ein Mensch lebt 90 Jahre. Er macht viele Sachen in sein Leben. Aber was bleibt zum Schluss? Also dein Leben zu Ende? Was bleibt zum Schluss? Was hast du hinterlassen, nachdem hast du hier gelebt? David Buskila wird bestimmt bleiben für ewig als großer Chacham, als großer Tzaddik, der hat geschafft, dem Tanja zu übersetzen auf Arabisch. Und sollt ihr wissen, in Arabisch gibt es zwei Sprachen. Es gibt Umgangssprache, so billige, günstige, volkstümliche Volkssprache. Aber es gibt in Arabisch auch eine sehr vornehme und aristokratische Sprache, literarische Sprache, die wenig Leute können. Und viele von unseren Weisen, Rabbi Moshe ben Maimon, Rabbeinu Bachje, Rabbi Yehuda ibn Tibon, also waren viele große Tora-Gelehrte, Rabbi Sadia Gaon, haben viel geschrieben auf Arabisch. Und Rabbi David Buskila war einer von den letzten Menschen in unserer Generation, die können alle drei Sachen. Die können Hebräisch, die können Arabisch, aber die können auch die Torah. Es gibt viele Leute, die können sehr gut übersetzen, aber sie wissen nicht den Inhalt. Sie wissen nicht, was steht geschrieben. Und etwas zu übersetzen, es reicht nicht, nur die Sprache zu verstehen. Weil Übersetzung ist nicht Sprache übersetzen, sondern Kommentar entscheiden. Durch die Sprache musst du Kommentar legen und zu verstehen, was du schreibst. Когда в прошедшие несколько лет сын раввина решил жениться, он выбрал себе девушку, но с ней не были знакомы его родители. И тогда его отец сказал ему, чтобы он, находясь в Америке, представил ее Любавиче Рейбе. И если раввин одобрит этот брак, то он может с его согласием жениться. И когда он пришел к Любавиче Рейбе и представился, то в глазах Любавиче Рейбе было до сих пор столько много вдохновения и столько благодарности за тот труд,
за огромный перевод на арабский язык до сих пор по прошествии столько лет еще ощутимы. И тогда он спросил будущую невесту, знает ли она, кем будет ее будущий свекор, что он такой великий человек, великий цадик, и он сделал огромнейший труд и перевел это на арабский язык. И причем самая главная заслуга его, что он знал иврит, он знал арабский, но он знал и Тору. Он понимал то, о чем он переводил, потому что просто перевод это просто слова, но надо понимать, переводить их через себя, комментировать, и он знал, он познал Тору, и он этим самым создал вот этот огромный труд. Ich will noch etwas schließen als Information. Es gibt zwei Sorten von Arabisch. Es gibt Arabisch, was die Juden reden in Marokko, das nennt man Al-Mughrabi oder Darijia. Und es gibt die normale Arabisch. Das, was der David Buskila gemacht, das ist die Übersetzung für Arabisch in Marokko, Al-Yehudai Arabic. Und das ist nur für 30 Millionen Leute in der Welt, sprechen diesen Arabisch. Jetzt, vor 10 Jahren, hat man dem Tanja noch einmal übersetzt in Israel zu moderne Arabisch. Und das können schon alle 350 Millionen Leute in der Welt, die sprechen Arabisch, das lesen. Ich werde unter diesem Video legen einen Link zu dem Tanja auf moderne Arabisch. Falls jemand hat Freunde oder Bekannte oder Gelehrte, die sprechen Arabisch und sie wollen dieses Buch lesen auf Arabisch, das ist eine gute Sache weiterzuschicken, um die tiefe Glaube an Gott weiter zu stabilisieren in die positive Seite und zu wissen, dass Glaube ist eine gute Sache. Es gibt Menschen, die gläubig sind und die sind sehr, sehr feine und gute Menschen. Natürlich gibt es auch andere, aber Glaube hilft die Welt für sehr viele positive Sachen. Und wenn ihr seht Menschen, die nicht positiv sind, hat das nichts zu tun mit dem Glaube. Die sind einfach böse Menschen, nicht gute Menschen. Also jeden Mensch wurde geschafft in Ebenbild Gottes und er hat eine freie Wahl zu entscheiden, zu sein ein guter oder ein schlechter. Aber Glaube ist eine gute Sache, um der Mensch zu bringen auf dem langfristig zu einem guten Weg. В то время говорило большинство, и он отличается от современного арабского. В настоящее время в Израиле был переведен этот труд, эта книга Таня, на современный арабский язык, где могут его еще читать еще больше миллионов человек. И эти два языка немножечко отличаются друг от друга. Но, тем не менее, этот труд помогает стабилизировать все положительные стороны веры, потому что вера – это огромная сила, и она дает человеку силы и по жизни тоже. Komm alle gesund nach Hause! Und vielen Dank für Natalie für die Übersetzung. Oh.